Genau, Harry, du musst weitermachen, egal was es kostet. Egal welche Verluste es bringt oder schürt oder was weiß ich. Awesome! Visier bitte das Schwein an. Harry! Harry! Oh mein Gott! Harry, ich drück... Visier es bitte an! Mit der Steuerung kann das noch Jahre dauern, ne? Das Sinnvollste ist ja... Nee, ist egal, komm. Ich sag nichts mehr. Das Spiel ist eigentlich viel zu cool dafür. Nein. Danke. Das war ein schwerer Schalterrätsel. Das war doch sehr, ganz schön sehr, sehr heftig. Also man musste sehr lange nachdenken. Die ersten zwei Spiele haben mir besser gefallen. Und ich wiederhole, das alles nur, um in unserer Freizeit den Patronuszauber zu lernen. Da guckst du, Harry, ja? Yay! Nimm Harry und Blau, ist es! Ha! Toll, wenn er sich doch hier befreien kann. Warum müssen wir dann extra den Patronuszauber lernen? Oh! Das war jetzt scheiße. Oh, ist er falsch geübt. Oh, Harry. Oh Mann. Sein Dementor steht genau neben uns und macht nicht. Ist auch schon wieder so. Alles Lug und Ruhe ist das. Alles Lug und Ruhe. Ich will jetzt nicht sagen, dass es unverantwortlich ist von einem Lehrer, einen Schüler mit einem Dementor alleine zu lassen, selbst wenn es nur ein Irrwicht ist, umso gefährlicher. Weil der Irrwicht hätte sich ja auch in Lord Voldemort verwandeln können. Und ja, scheiße, hä? Sagen, aufsichtlich verletzt, Schüler gestorben, Lehrer geht nach Azkaban. Boah, ich will jetzt sagen, dass der Dementor total... Naja, gut. So. Boah. Schön, dass wir hier auch mal hinkommen. Das ist ja noch
glaube ich, 2 Schalter dann noch betätigen oder aktivieren. Yay! Der Dementor ist voll inkompetent. Wo haben wir denn eine Peitsche und können uns von A nach B bewegen? In welchem Spiel waren das? Bionicum zum Beispiel. Was gibt's denn noch? Irgendein Spiel können wir uns doch auch mal abziehen von Indiana Jones. Ach, Tomb Raider? Da kann man sich mit diesem Enterhaken-Dingens von A nach B bewegen. Jetzt haben sie alles von Harry Potter geklaut. Ja, er ist es. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss noch einen einzigen scheiß Schalter betätigen. Ein viel zu kleines Schalterchen. Oh, langsam nervt der Dementor. Gleich haben wir es geschafft. Wie soll man jetzt dahinter kommen? Das liegt schon wieder auf. Dieses sinnlose Schalterrätsel. Das keine normalen Menschen weiterbringen. La la la. Was ist für eine Aktion? Irgendwie das Gefühl, dass ich da falsch gedings bin. Oh, wie kann man denn so bescheuerte Hefe das? Die irgendwie keinen logischen Zusammenhang haben. Fick doch einfach random durch die Kanne, dann stört dann dieser hässliche Dementor, der versucht, möchte gern Ghetto-Junge zu sein. Oh, nee, nee. Dann flieht Harry die ganze Zeit runter, weil er zu retarded ist. Warum kann ich jetzt einfach darüber und dann darüber hüpfen? Warum nicht? Was der Höhepunkt des Ganzen gewesen wäre, wenn ich jetzt von vorne hätte anfangen müssen mit allen Schaltern.
Ach, die öffnen sich randommäßig. Ach so. Na, aber genau. Also ist das eigentlich alles das Ganze... Nee, komm, ist gut. Ist in Ordnung. Alles wird unschrabbar. Okay, jetzt haben wir das tolle Schalterrätsel geschafft. Thank God. Ach so. Es kommt noch dazu jetzt, dass alles einfällt. Und wir haben es geschafft, Gott sei Dank. Wir dürfen schon wieder irgendwo rüberhangen mit der Peitsche. Ja, wir haben es gefunden. Es macht mich so glücklich. Das Patronus-Zauber. Ja. Ich hab es. Nimm Jesus. Haben wir schon Patronus ausgerüstet? Nein, natürlich noch nicht. Warum sagt er nichts? Ohne dich, Dementor. Bam, Junge. Und jetzt ab in deine Kiste. Ach so. Toll. Lupin hat seine Aufsichtspflicht verletzt. Yes. Ach so. Du hast James gehört? Ja, warum? Sie kannten meinen Vater nicht, oder? Remus? Severus, ich komme sofort. Ich gehe und kümmere mich um Snape. Tut mir leid, aber ihr müsst allein zurück. Versucht nicht gesehen zu werden. Ich kann Snape nicht leiden. Er taucht einfach immer im falschen Moment auf und gibt uns unmögliche Hausaufgaben. Seid ihr da mal nicht so sicher, Ron? Was? Ja, der Ton funktioniert, hä? Auf der Karte kann man sehen, dass es einen Geheimgang unter der Statue der Buchenhexe im dritten Stock gibt. Was meinst du? Okay, lassen wir uns den also, wir sind offiziell mit Professor Lupin eigentlich verabredet. Wir müssen uns hey, dann Hermine, dennoch allein zurückschleichen. Der Spalt scheint die richtige Größe für dich zu haben. Hermine passt die Wahl durch und wir kriegen einen neuen Zauber. Drakonfors Zauberbuch.